Stadtsaalfeld hat 1999 das 1100-jährige Jubiläum ihrer Ersterwähnung gemeinsam mit den Bürgern gefeiert. Höhepunkt des Festjahres war die Woche vom 10. bis 18. Juli, in der zahlreiche Veranstaltungen stattfanden, die von tausenden Saalfeldern und ihren Gästen besucht wurden. Übertroffen wurde all das jedoch vom historischen Festumzug am Sonntag, den 18. Juli. 3 Kilometer lang war er und hatte rund 2000 Mitwirkende. 63 Vereine hatten sich über ein Jahr lang darauf vorbereitet, um in 51 Bildern die Historie der Stadt nachzugestalten. Der Saale-Infokanal, der regionale Fernsehkanal, hat für Sie diesen Festumzug in ganzer Länge aufgenommen und Sie können ihn nun noch einmal sehen. Ganz besonders freuen wir uns, dass es Tagesschausprecher Joe Brauner übernommen hat, Sie zu Beginn des Festumzuges zu begrüßen. 1100 Jahre Geschichte, meine Damen und Herren, was für ein stolzes Jubiläum. 1100 Jahre, darauf guckt Saalfeld zurück. Und eine umfangreiche Festwoche hat stattgefunden und heute ist der Höhepunkt am Ende der Festwoche. Es gibt einen Umzug, der in geschichtlichen Bildern die 1100 Jahre Geschichte aufzeigen wird. Ein Umzug mit vielen Überraschungen, der natürlich nicht alles abdecken kann, aber der doch einen Überblick gibt über die zurückliegenden 1100 Jahre Geschichte von Saalfeld, von Deutschland und wenn Sie wollen auch von Europa. Ja, meine Damen und Herren, also wiederholen wir nochmal das erste öffentliche Auftreten der Stadtkapelle Saalfeld. Das haben die also ganz toll gemacht. Und nun, ich fange schon mal an, weil es eine lange Reihe ist, die Ehrengästen, Gäste, die ich Ihnen vorstellen möchte, für den Promi-Block hier auf der Tribüne. Allen voran natürlich der Schirmherr des Festjahres, der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, der Dr. Bernhard Vogel. Richard Pietz, Bürgermeister des 1100-jährigen Saalfelds. Dr. Thomas, Antrag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und Mitglied des Festkomitees. Jürgen Blau, Landesgeschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen. Christine Rieder, Saalfelder Bundestagsabgeordnete. Peter Lippmann, Fraktionsvorsitzender der SPD im Thüringer Landtag. Harald Stauff, Mitglied des Thüringer Landtages. Kurt Ross, man höre und staune, aber Sie wissen es natürlich, mit 102 Jahren der älteste Bürger der Stadt Saalfeld, also quasi ein Symbol für die Vitalität des 1100-jährigen Saalfeldes. Und Christoph Bergner, auch ein Saalfelder, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Sachsen-Anhalt. Dann haben wir, es geht noch weiter, Gäste aus den Partnerstädten und aus den befreundeten Städten Saalfelds, sowie Gäste aus den Partnerkirchengemeinden. Und nun können wir uns eigentlich dem Geschichtlichen widmen, den 1100 Jahren der Geschichte von Saalfeld. Mit dem ersten Bild nummeriert und auch natürlich mit dem Text, meine Damen und Herren, haben Sie einen Anhaltspunkt, wenn Sie nicht mitgekommen haben, worüber wir reden werden. Herr Dr. Lerner,
vor 12.000 Jahren, wir sind also weit zurückgegangen, 7.000 Jahre die jüngere Steinzeit, da gibt es eigentlich nicht viel, auch nicht viel, was man gefunden hat. Irgendwie ein paar Knochen, ein paar geschnitzte Elfenbeinfigürchen. Aber auch davon gibt es etwas in dem heutigen Bereich von Saalfeld. Lebten vor etwa 12.000 Jahren auf dem Roten Berg, östlich von Saalfeld und auf dem Gleitsch. Und auf dem Gleitsch war eine Wohnhöhle. Und das erste Bild, das sind diese Menschen, die dort auf dem Gleitsch hausten. Da war natürlich von Saalfeld, von der Stadt Saalfeld, noch nichts zu sehen. Weit, weit und weit nichts. Und wir begrüßen ganz herzlich die ältesten Einwohner von Saalfeld. Ja. Die sind vom Kulturverein mit. Und man hat uns mitgeteilt, dass die Ängsten eine besondere Botschaft haben, nicht an den Landesvater, an den Dr. Vogel, sondern an den Bürgermeister. Und da möchte ich noch mal diese Steinzeitmenschen oder den Vertreter davon hier nach oben bitten. Es soll irgendetwas überreicht werden. Ein sogenannter Ordnungshüter, wurde mir gesagt, wenn es dir ist, schauen Sie sich das an, recht martialisch. Mit dem Ordnungshüter verbindet man natürlich irgendeinen Vorliebshalten, einen freundlichen, rein lächelnden und auskunftgebenden. Aber dieser Ordnungshüter, der Bürgermeister hat einen Ordnungshüter bekommen. Ich glaube, ich glaube kaum. Die Ordnung ist die jetzt ist meine Überreichung. Es ist ja dieser Trainer. Wahrscheinlich wird es künftig so sein. Überreicht werden soll auch noch Miet. Das ist wahrscheinlich eine kleine Glitterung, denn ich glaube, in zur Steinzeit wurde der noch nicht hergestellt. Ne? Ja, ich kann das auch nicht genau sagen. Aber sicher ist das ein altes Getränk, was aber vielleicht in der Bronzezeit oder auch in der jüngeren Steinzeit schon gang und gäbe war. Ja, dann würde ich noch bitten, dass sich der Festzug wieder in Bewegung setzt und wir zu dem zweiten oder die Temperatur nicht stecken. Hier kommt er, die kleine Glitterung, wie die Wissenschaftler sagen, der Miet, der überreicht wird. Und der deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die Kollegen vom Kulturverein Obernitz fragen werden. Und dann weiß ich, der Dr. Donald Vogel wird natürlich seinen Wagen nicht persönlich fahren. Aber hoffen wir, dass bei den Temperaturen und dann hoffen wir, dass die so hohen Alkoholgehalt die Stimmung hier auf der Tribüne steigt. Wie man vor 12.000 Jahren anstieg, mit einem kurzen Fragenblock hier, das ist das Recht des Ersten, die Steinzeitmenschen vom Gleis. So, dann machen wir einen Riesensprung, 12.000 Jahre. Vielleicht noch eine Ergänzung. Auf dem Auto ist die Wohnhöhle auf dem Gleis, die ja heute noch zu besichtigen ist. Eine urgeschichtliche Attraktion auf dem Gleis südlich von Saalfeld. Hula Hula, das erinnert mich irgendwie an eine andere Aussage von einem Film, ja, an Herbert Eisenstein, oder wie das war, im Fernsehen, macht aber nichts. Auf jeden Fall eine Anerkennung auch hier den Kollegen aus Obernitz, die Kostüme mit Sicherheit auch alle selber geschneidert haben hier. So, wir haben 12.000 Jahre einen Sprung. Die Ersterwähnung, das hatte sie vorhin schon gesagt, im Jahre 899, das ist nicht die Stadtgründung von Saalfeld. Die königliche Zentralgewalt, um ein bisschen den Hintergrund zu geben, die war wieder einmal dahin und die Großherzogtümer gewannen wieder mehr an Bedeutung. Bayern, Schwaben, Sachsen und auch Thüringen wurde gegründet. Und da tauchte wo zum ersten Mal der Name Saalauelda auf, Herr Dr. Berg. Der Name taucht zum ersten Mal in dieser Urkunde von 899 auf, die von Kaiser Arnulf von Kärnten ausgestellt wurde. Der Sinn dieser Urkunde ist die Rückgabe von Land an den Markgrafen Poppo von der Sorbenmark. Er stammte aus Unterfranken und erhielt ein großes Landstück zurück, was Thüringen, Ostthüringen und Franken umfasste. Und man darf hier vielleicht hinweisen, dass nicht nur Saalfeld in dieser Urkunde zum ersten Mal erwähnt wurde, sondern auch Weimar
und die oberfränkische Stadt Rodach. Beide feiern also in diesem Jahr auch 1100 Jahre ihrer ersten Urkunde. Okay, gehen wir davon aus, dass es eben die erste Urkunde ist. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, bevor der Festumzug hier war. Hier sehen wir sie auch noch. Da können Sie mal vorlesen, in Hochdeutsch. Ich, Kaiser Arnulf von Kärnten, bestätige dem Markgrafen Popo von der Saubenmark, heißt das, die Rückgabe von Gütern in Franken und Thüringen, so auch den Hof Sarauelma. Die Originalurkunde, schön wäre. Würde wahrscheinlich Blufer sagen. Okay, ich darf noch mal sagen, durch diese Urkunde, die erste Erwähnung, wissen wir überhaupt, dass vor 899 Jahren Saalfeld oder Sarauelda hier entstanden ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Vogel eine Urkunde geschickt würde, die 100 Jahre älter wäre, weil die irgendeiner gefunden hat, ein Historiker, dann müssten wir wieder eine andere Feier machen, ne? Wir hätten ja 1200-jähriges. Ja, natürlich, aber das ist unwahrscheinlich. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Das Urkundenstudium ist abgeschlossen in den letzten 150 Jahren. Herr Dr. Vogel ist anderer Meinung. Okay, das können wir jetzt, ich glaube, wir müssen gleich hier weitermachen. Vielen Dank, liebe Kollegen. Sofort 1200 Jahre Feiertag. Nun ja, darüber lässt sich diskutieren. Möglicherweise ist das mit anderen kommunalen Vorteilen noch verbunden. Wir reden drüber, Dr. Vogel. Ja, die Kolping-Familie mit Trommlern waren die Darsteller. Das hat man uns gesagt. Mehr können wir zu den Darstellern nicht sagen. Das dauert jetzt noch länger. So, wir machen einen Sprung. Kaiser Otto I. 1942. Das stimmt, glaube ich, geschichtlich nicht ganz. Denn zum Kaiser ist er 20 Jahre später gemacht worden. Er war König, als er hier nach Saalfeld kam. Er war damals noch König, das im 10. Jahrhundert regierten die sächsischen Kaiser und Könige. Saalfeld hatte damals eine Pfalz, eine Königspfalz gehabt. Das waren Residenzen im ganzen Reich verstreut lagen. Und je nachdem, wo der Kaiser sich gerade aufhielt mit seinem Hofstaat und mit seinen Beamten, hatte er von dort aus regiert. Und deshalb nannte man das dann auch die Hoflage. Aber wie gesagt, Kaiser war er noch nicht, aber später Otto I. und auch Otto II., sein Sohn, die waren nicht nach Saalfeld gekommen, weil sie in Saalfeld hier einen Hoflag erhalten wollten, sondern die waren nach Saalfeld gekommen, weil sie auf der Durchreise waren, in den meisten Fällen nach Italien. Ja. Genau wie später also auch Otto II. So, und dann machen wir mal einen 100-jährigen Sprung. 1100 Jahre ist ja auch viel, wenn wir alles genau machen. Wie gesagt, stimmen wir nächstes Jahr noch da. Ich darf vielleicht noch einmal sagen, generell für alle ein Dreivierteljahr lang, meine Damen und Herren, haben die Vereine, Institutionen, Schulen etc. in fleißiger eigener Arbeit dieses Jubiläum mit vorbereitet, in den meisten Fällen natürlich eben auch die Kostüme geschneidert. Und das ist eine Anerkennung, die kann man gar nicht hoch genug bewerten. Toll, ja genau. Ja, das bin ich ja klar. So, jetzt kommen wir eigentlich, Herr Dr. Werner, zu der Stadtgründung. Der berühmte, den wir natürlich alle kennen, den Rotbar, wörtlich Barbarossa, Kaiser Barbarossa 1180, der etwas machte, denn er hat irgendetwas zurückgeholt von der Kirche zum Reich. Ja, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte von Saalfeld. Durch einen Tausch ist das Gebiet, das bisher kölnische Gebiet, wieder an die Krone, das heißt an das Reich zurückgefallen. Kaiser Friedrich Barbarossa hielt sich in Saalfeld auch mehrere Male auf seiner Pfalz und war der Gründer der Stadt, der eigentlichen Stadt Saalfeld, so wie sie heute noch im Wesentlichen innerhalb der Stadtmauer sich erhielt. Ja, wenn Sie sich hier aufgehalten haben, diese bedeutenden der untergegangenen Geschichte, dann muss man natürlich immer sagen, weil die Reise, die hier meistens nach Süden führt, wieder zum Papst nach Italien, oder in dem Fall natürlich auch bei Barbarossa, später, der den dritten Kreuzzug leitete und später dann in Kleinasien umgekommen ist. Vielleicht noch eine Randbemerkung: um 1180 war das die Stadtrechte, die Saalfeld durch Barbarossa bekommen hat. Und um 1180 war auch der Baubeginn der ältesten erhaltenen Teile der Waldburg. Für uns Thüringer natürlich auch ein wichtiger Punkt. So, wir kommen zum Bild 6. Dargestellt, das muss ich noch sagen, natürlich der Leo-Club Saalfeld mit Musikern, die wir ja auch nicht gehört haben. Das ist aber ein Entgegenkommen uns gegenüber gewesen, weil wir sonst noch mehr hätten schreien müssen. So, die Herrschaft der Schwarzburger. Ich möchte mal ganz prosaisch damit beginnen.
Es war eine ungefähr 180-jährige Herrschaft, die der Saalbischof durchaus fruchtbar war. In jeder Beziehung, darüber reden wir noch. Und das Einzige, was von den Schwarzburger Grafen übrig geblieben ist, das ist die Saalfeld weltberühmt gemacht habende Burgruine vom Schlag. Das ist richtig. Das ist richtig. So, ja. Im Jahre 1208 wurde Saalfeld an die Schwarzburger Grafen verpfändet. Der deutsche Kaiser hatte wieder mal kein Geld gehabt, wie das gerade in dem Thronstreit zwischen den Staufern und den Welfen um die Jahrhundertwende vom 12. zum 13. Jahrhundert war. Und so wurde Saalfeld verpfändet an die Grafen von Schwarzburg, wie gesagt 1208. Das Stadtrecht ist in diesem Jahr auch erwähnt. Die Schwarzburger betrachteten in der Folgezeit bis 1389 ihre Stadt Saalfeld als ein wichtiges Handelszentrum in der Grafschaft. Ja, 180 Jahre lang eine Herrschaft der Schwarzburger, ich sagte es vorhin schon, die auch viele Vorteile hatten, wir werden noch darüber reden, viele Rechte, die den Bürgern verliehen wurden. Und 180 Jahre bis dann Saalfeld, 1389 glaube ich war es, an die Sachsen verkauft wurde. 1389 wurde Saalfeld an die Markgrafen von Meißen verkauft und am Summen an das Haus Wettin. Und dann begann die mehr jahrhundertelange Herrschaft der Wettiner bzw. der Sachsen. Vielleicht sollte man noch sagen, eine kleine Information zwischendurch bei allen der Sympathiekundgebungen, die sich natürlich auch reichlich die Leute, die sich hier so angestrengt haben, entgegenbringen sollten, meine Damen und Herren. 1237 gibt es die erste urkundliche Erwähnung Kölns am Rhein, also ungefähr 340 Jahre später, als die von Sanoel da. Das ist doch was. Das sagte ich ja vorhin schon, der Bekanntheit einer Stadt muss nicht unbedingt verbunden sein mit einer langen Tradition. Ja, das Franziskaner Kloster, dazu müssen wir natürlich auch noch mal etwas sagen. Der König von Böhmen, der hatte in diesem Jahr um 1250, glaube ich, zwei, drei Jahre später, etwas gemacht, was, ich möchte sagen, die frühen Gründerjahre waren im Mittelalter. Der hatte 60 deutsche Städte gründen lassen. Ottokar der Erste war. Unter anderem auch Königsberg, das heutige Kaliningrad, das jetzt zu Russland gehört. 60 deutsche Städte, die gegründet wurden. Und hier in Saalfeld, günstig natürlich durch die Grafen von Schwarzburg, die Franziskaner heimisch gemacht haben. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts siedelten sich Franziskanermönche in der noch jungen Stadt an. Sie bekamen ein Territorium zugewiesen und bauten das Franziskanerkloster. Das ist eins von den beiden Klöstern, die im Mittelalter in Saalfeld bestanden und heute ja noch in voller Bausubstanz vorhanden ist als Stadtmuseum. Ja, vielleicht noch eine Frage von demjenigen oder von dem Nicht-Historiker. Ich sehe hier den Begriff Saalfelder Mittelmönche. Saalfelder Mittelmönche, vielleicht eine Erklärung dazu, das habe ich in meinem Vorbereitung nicht gewusst. Ja, das ist eine Vereinigung, die sich nach 1990 gebildet hat und die sozusagen die Traditionen in etwas volkstümlicher Form, die Tradition der Mittelmönche oder der Franziskaner, vertritt hier in Saalfeld. Ja, lassen wir die Herren hier noch vorbeiziehen und wenden uns dann auch schon im nächsten Bezug der Saale-Flößerei von 1285. Ich hatte Ihnen gesagt, Köln am Rhein, meine Damen und Herren, wurde etwa 340 Jahre später urkundlich erwähnt, aber dafür haben Sie etwas gehabt, das wir hier in Saalfelder oder in Saalfeld noch nicht hatten, nämlich die Saale-Flößerei. Aber immerhin war sie, glaube ich, die zweite nach Köln. Das ist wahr, die zweite Erwähnung einer der Flößerei auf einem deutschen Fluss, nachdem die Rheinflößerei noch älter ist. Also wir haben noch hier die Flößerei auf der Saale schon seit Mitte des 13. Jahrhunderts. Und die Flößerei wurde offiziell bis zum Jahre 1938 betrieben, bis zum Bau der Hohen Wartetalsperre. Ja, und wenn ich richtig gesehen habe, auch in Hamburg ist mal nicht im MDR, sondern in einem anderen Programm der ARD ein Beitrag laufen. Aus touristischen Gründen wird die Saale-Flößerei nach wie vor auch jetzt auf der Saale betrieben. Das ist richtig. Ja. Das ist wahr. Die Flößergemeinde Uhlstedt
nördlich von Mittelalter zu den Privilegien einer Stadt gehörte zum Beispiel die Gerichtsbarkeit, das Stadtrecht an sich, das Recht, eine Mauer zu bauen und eben auch gerade hier in Saalfeld die Rechte der Fischerei der Saale, die standen den Bürgern zu. Und dieses Recht der Saalefischerei muss für die Saalfelder so bedeutend gewesen sein, dass sie um die Mitte des 15. Jahrhunderts das Wappen der Fische ihr Wappen aufnahmen und das alte Wappen der Landesherrschaft dann beiseite. Aber Herr Dr. Werner, nun stellt sich natürlich die Frage, wie war das möglich? Warum haben die Grafen von Schwarzburg zugestanden, dass ihr Wappen entfernt wurde in der Heraldik und dafür dann die Fischereirechte aufgenommen wurden? Das war so gemacht. Es war sicher ein Zugeständnis der Landesherrschaft. In Saalfeld war, wie schon gesagt, auch eine sehr bedeutende Handelsstadt innerhalb der Grafschaft Schwarzburg. Okay, wir waren schon ein Bild weiter, Nummer 10, und zwar die Saalfelder Schützengesellschaft von 1446. Und da ist eine Besonderheit. Wir hatten vorhin gesagt, Saalfeld war ja an die Sachsen verkauft worden. Da gab es einen sächsischen Krieg, darüber wollen wir auch gar nicht reden. Aber da hat auf jeden Fall der Machthaber gesagt, eine Schützengilde oder eine Schützenvereinigung möchte mich doch bitte bei irgendwelchen militärischen Sachen unterstützen. Heute undenkbar. Das war damals also möglich. Das war möglich. Es gab ja einen gewissen Selbstschutz im Mittelalter für die Stadt. Es wurden Defensionswehren aufgestellt. Und aus diesen Defensionswehren haben sich dann im Laufe der Zeit die Schützengilden entwickelt, die dann heute diese Tradition natürlich auf Vereinsbasis weiterführen. Ja, deswegen natürlich auch der Name Privilegierte Schützengesellschaft Saalfeld an der Saale von 1446. Und noch ein kleiner Nachtrag, die Petri Jünger aus der Heimatstadt, das war der Anglerverein Saalfeld. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder mit den Bildern richtig, das ist die Nummer 11. Saalfeld erhält 1482 das Privileg der Gerichtsbarkeit. Also, sie durften angeln, sie durften jagen und nun durften sie in dieser merkwürdigen Formulierung pachtweise Gerichtsbarkeit über Hals und Hand ausüben. Oder durften sie den Körper abhacken, Deutschland? Ja, so ungefähr, ja. Das Recht der Gerichtsbarkeit und der hohen Gerichtsbarkeit war natürlich ein besonderes Privileg für eine Stadt des Mittelalters. Saalfeld bekam zwar recht spät dieses Recht, aber es hat es ausgeübt bis ins 19. Jahrhundert rein. Der Stadtrat war imstande, Recht zu sprechen über Hals und Hand. Das heißt, er konnte auch Todesurteile aussprechen, die vollstreckt werden auf den Galgen oder durch das Richtschwert. Das ist Anfang des 19. Jahrhunderts dann abgeschafft worden. Ich glaube, wenn die Amerikaner diese Bilder sehen, eine Scharfrichter, wie wir ihn gesehen haben, einige kann sich ja wahrscheinlich aus dem Film, dann sind sie möglicherweise bereit, über die Abschaffung der Todesstrafe zu diskutieren. Ja, es kommt jetzt ein düsteres Kapitel, nicht nur in der Geschichte Saalfeld Deutschlands, sondern in ganz Europa. Die großen Seuchen, Pest, Ebra, muss man vielleicht ein wenig rausnehmen, als solche aber Cholera stattdessen hinzufügen, von denen auch Saalfeld nicht verschont wurde. Durch die Verstädterung, durch die wachsenden Städte, meine Damen und Herren, gab es natürlich hygienische Probleme. Es gab keine Abwassergräben, wie zum Beispiel bei den alten Römern oder in früheren Hochkulturen noch Jahrtausende davor, sondern die Fäkalien wurden einfach auf die Straße geschüttet. Die hygienischen Verhältnisse in einer mittelalterlichen Stadt waren katastrophal, zumal man bedenkt, dass auch die Straßen ja viel enger waren. Der ganze Unrat wurde auf die Straße geschüttet und wenn einmal eine Epidemie, ob das Cholera oder Pest war, in den Städten oder überhaupt die Landschaften überschüttete, so waren die Opfer sehr groß. Das hatte auch zur Folge gehabt, dass Folge der Reformation der Friedhof, der mitten in der Stadt lag, 1533 vor das Stadttor gelegt wurde. Ja, wir sehen hier ein Schild, in dem die Opfer die Saalfeld durch diese Epidemien zu beklagen hatte. Es geht in die Tausenden, in die Hunderte, Tausend übertrieben, aber 1500 bei einer Einwohnerzahl, sagen wir von 3000,
der 4000 war natürlich dann schon erheblich. Ja, wie verlassen wir dieses Kapitel? Übrigens eine interessante Geschichte wäre noch anzufügen, dass bei einer bestimmten Krankheit, die man heute festgestellt hatte, bei den Nachfahren, der an Pest erkrankt oder Cholera erkrankt, ein auch in der 5., 6., 7. Generation etwas vorhanden ist, das heute bei diesen Leuten, die Nachfahren sind, heute noch da ist. Haben Sie davon gehört, über ein medizinisches Thema? Hören das wieder aus. Wir kommen zu den Kaufleuten um 1500. In Europa gab es um 1500, meine Damen und Herren, die erste ständige Postverbindung zwischen Wien und Brüssel. Russland wird ein Einheitsstaat und der Ivan III. Die Danziger Marienkirche wird fertiggestellt und in Rom. Der Peterskirche wird mit dem Bau der Peterskirche begonnen. Kaufleute oder die Zahl der Kaufleute steigt auch in Saalfeld, weil Saalfeld hier Schnittpunkt einer wichtigen Straße ist von Nord nach Süd und von Ost nach West. Saalfeld kommt ja zu Ihnen. Saalfeld wird an einer wichtigen Handelsstraße von Süd nach Nord. Das war ja auch der Grund, der Mittelalter der Stadt Brüssel überhaupt. Und ich glaube, jetzt schreiben wir mal die Gauner, Musikanten und so weiter, die Unterhaltungsleute des Mittelalters. Und da haben wir die klar gesehen und dazu braucht man dann auch nichts zu sagen. Wenn Sie in die Stadt kamen, das fahrende Volk, die Gauner, die Musikanten, dann wurden die hübschen Mädchen weggeschlossen, weil die natürlich dahin gingen, nicht nur wegen möglicher schöner Wunsch, sondern es war die Unterhaltung, wenn Sie wollen. Salopp ausgedrückt, meine Damen und Herren, war es das Fernsehen oder die Unterhaltung der frühen Mittelalter. Die Gaukler, die natürlich auch in Saalfeld, in dieser Stadt, wo die Kaufleute die Grafen in den Straßen in die Station machen. Ja, 1517, das Buch von vielen Leuten von Deutschland allgemein, wird als Beginn der Reformation bezeichnet durch am 31.10. hat die Rolle noch gefeiert, Anschlag der 95. Drei Jahre später, ungefähr 1520, zieht die Reformation, erhält sie auch in Saalfeld Einzug. 1524 wurde in Saalfeld die katholische Messe offiziell durch den Stadtrat abgeschafft. Die Reformation zog ein, vor allen Dingen auch durch Wittenberger Studenten, die die neue Lehre Luthers, den wir gerade vor uns haben, hier das Saalfeld bekannt wurde. Diese Kirchenvisitationen fanden statt. Der erste Suintendent wird eingeführt. Das war Aquila, zu dem wir jetzt gleich noch kommen. Ja, und sind wir noch drauf da. Und Luther hat auch hier auf der Durchreise einmal in der Kirche. Wir reden auf der Durchreise zu dem Reichstag in Worms, wo er ein paar Begriffe widersprochen hat, dass er seine Lehre nicht widerrufen wird. So, wir sind schon ein weiter beim Bauernkrieg. Die unberechtigten sozialen Forderungen, meine Damen und Herren, der Bauern, die führten zu Bauernkriegen mit den Führern vor Florian Mayer und Thomas Münzer etc. in Schaden, in Frank, in Elsass, aber eben auch in Saalfeld. Und hier gab es noch eine Besonderheit. Ja, in Saalfeld waren die Initiatoren für den Bauernkrieg nicht die Bauern wie in anderen Orts, sondern der bürgerliche Mittelstand und die unteren Schichten der Stadtbevölkerung. Es galt da vor allen Dingen gegen das Benediktinerkloster zu ziehen, das doch in der Meinung der Bürger keinen guten Stand hat. Ja, hier haben wir Caspar Aquila, ein Freund Luthers, auf der einen, und das hat im Nachhinein heute geschickt betrachtet, ja auch etwas für sich. Er war auf dem Wege zum Reichstag nach Augsburg, wo er eigentlich die Protestanten überreden wollte, doch wieder zurück zum Katholizismus zu kommen. Deswegen hat er eine Station gemacht in Saalfeld.
Das war das Ergebnis des sogenannten Schmalkaldischen Krieges, jenes Glaubenskrieges zwischen der protestantischen Liga und der protestantischen Union und der katholischen Liga. Bekanntlich ist der Kurfürst von Sachsen besiegt worden, damals Gefangener durch Kaiser Karl genommen worden, und beide übernachteten hier im Anker in Saalfeld im Jahre 1547. Ja, die Darsteller waren Schulz, Thomas, Nettigens und Freunde. Und dann haben wir jemanden, nachdem auch heute ist, einen Maßgewinn in Saalfeld, den Bürgermeister Jakob Pelz. 1556 hatte, um mal auszuholen, nicht nur Karl der V. abgedankt, da er später dann in ein Kloster nach Spanien gegangen. 1556 gab es diesen Bürgermeister Jakob Pelz, der war mehrere Male Bürgermeister hier in Saalfeld. Er war ein Industrieller, würden wir heute sagen, aber er war jemand, der später auch der Stadt einiges vermacht hat. Er zeigt auf den Landesherrn das. Okay. Ja, man darf vielleicht noch dieses schöne Modell des Rathauses erwähnen, das erst gebaut wurde durch das Bildungszentrum. Es ist eines der schönsten Rathäuser in Thüringen. Ja, nun gibt es eine Geschichte, warum, wie das muss man doch ziemlich heftig gelesen sein, hier urkundlich erwähnt wird. 1558, wollen wir noch sagen, war die Universität in Jena gegründet worden. Und 20 Jahre später, 1568, gab es eine merkwürdige Auseinandersetzung. Die Studenten wurden vorübergehend auch wieder in das Franziskanerkloster gebracht, wegen der Pestepidemie-Gefahr. Vielleicht können Sie mal anhalten jetzt. Ja, kleinen Moment. Kleinen Moment. Und die wurden nach Saalfeld gebracht und da gab es urkundlich erwähnte, heute würden wir sagen Studentenunruhen, dass die Studenten mit den Bergleuten sich in die Wolle gekriegt haben. Naja, also so Unruhen waren das wahrscheinlich nicht, aber es waren zumindest Unstimmigkeiten zwischen den Bergleuten, den Bergknappen und den Studenten aus Jena. Man sagt sich, es ging um die Saalfelder Mädchen. So, jetzt kommen wir zum Bergbau. Saalfeld hatte also die Flößereirechte, die Jagdrechte, die Fischereirechte. Und nun gab es auch etwas, was ihnen verliehen wurde, was in der damaligen Zeit so merkwürdig heißt, die Bergfreiheit. Saalfeld war von Alters her eine Bergbaustadt. Auf Silber und Kupfer wurde hier geschürft, seit dem 15. Jahrhundert. Das brachte auch den Reichtum der Saalfelds im 16. Jahrhundert. Damals gehörte die Stadt zu den größten in Thüringen. Und diese Bergleute bekamen alle Freiheiten, sie bekamen freie Grundstücke, konnten hier ihre Häuser bauen und hatten auch wurden befreit von allen Abgaben. Also ungefähr so wie heute die Beamten. Okay. Das hat der Bürgermeister gar nicht gehört. Und Herr Dr. Vogel auch, der wird dann später sagen. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, neben dem Bergbau, da ist auch, das war eine Unterbrücke, ein Raumstiefel der Bergbau, in der Grube Jeremias Glück, und dahinter, meine Damen und Herren, wird wirklich der Berg wegbrocken. Auch das will ich später noch was sagen. So, im Zusammenhang damit, die Frage der Münzstätte, die 1551 eingerichtet wurde, wahrscheinlich, weil man eben Kupfer oder Silber in Kupfererzbergbau hier fand. Die Bedeutung der Saalfelder Münzstätte resultiert schon daraus, dass sie zu den vier obersächsischen Kreismünzen gehörte, neben Stettin, Berlin und Leipzig. Und hier waren im Allgemeinen alle thüringischen Fürstentümer gezwungen, in der Saalfelder Münze zu prägen. Das Münzrecht in Saalfeld wurde bis zum Jahre 1846 ausgeübt. Dann sollte man noch sagen, auch wieder in ihrem Franziskanerkloster und später dann in der Münze, die jetzt gerade wieder so wunderbar renoviert worden ist. Und deren Modell wir gerade auf dem Wagen gesehen haben. Ja, so, das Stichwort 23 wählen die Saalfelder Humanisten, Ratzenburger, Enzelius und Reinhold. Saalfeld, meine Damen und Herren, hatte eine Menge auch auf deutscher Ebene und europäischer Ebene an Wissenschaftlern zu bieten. Diagnostiker, Astronomen, Physiker, Mathematiker, Ärzte etc. Ich möchte hierbei nur den Herrn Erasmus Reinhold, den Älteren, erwähnen, der so wunderbar dargestellt auf dem Auto sitzt. Er war ein bedeutender Astronom,
und war der Verfechter des sogenannten heliozentrischen Weltsystems, stand also in der Astronomie zwischen Kopernikus und Kepler. Ja, wenn ich manchmal vergessen habe, diejenigen zu nennen, die so toll hier ihre Kostüme angefertigt haben und das vorbereitet haben, nehmt es mir nicht übel, aber wir haben so viel Information, dass manchmal eine untergeht. Nur wir kommen wieder zu einem düsteren Kapitel in Deutschland, in Europa, der 30-jährige Krieg. Konfessionelle und machtpolitische Gegensätze führten dazu, dass Deutschland eben zum Schauplatz wurde, der Mächte der Europäer, Schweden, Spanier, Wallonen, Polen. Und nur ein Hinweis: nach den Westfälischen Frieden 1648 waren 40% der Deutschen an den Folgen der Kriegsereignisse gestorben. Mitteldeutschland hatte sehr am 30-jährigen Krieg zu leiden, auch Saalfeld, vor allen Dingen im Jahre 1640. Als sich beide Hauptarmeen des kaiserlichen und des schwedischen Heeres um Saalfeld gegenüberstanden. Es kam immer zu Scharmützeln und kleinen Gefechten, ohne dass eine Entscheidungsschlacht stattfand. Wie sich das natürlich auswirkte für die Bevölkerung von Saalfeld, zwischen zwei Heeren zu stehen, über Wochen lang, das kann sich jeder ausrechnen. So, wir kommen zu Bild 25. Saalfeld wird Residenzstadt. Es gab wieder also mal hinter den Kulissen eine hinter den Kulissen ausgebildete. Da hangelte Teilung und Saalfeld wurde dadurch Residenzstadt. Und sofort begann natürlich eben Kicker, das neue Berlin. Vielleicht können Sie mal anhalten hier. Diese wunderschönen. Ja, auch. Wir hören. Okay. Bitte mal anhalten. Jetzt haben Sie es gehört. Saalfeld wurde Residenzstadt und begann natürlich auch sofort mit einer regen Bautätigkeit. Erinnert mich an Berlin. Für die kleine Residenz war es natürlich ein großes Opfer, ein solches Schloss zu bauen. Und damit verschwanden letztendlich auch die letzten Reste des Benediktinerklosters. So ist das. Den Bauern da errichtet wurden. So ist das. Ja, schauen wir uns doch in Ruhe nochmal diese wunderbaren Kostüme an, diesen Hofstab. Und ich kann da immer wiederholen, aus dem Fundus, meine Damen und Herren, sondern sind angefertigt worden in liebevoller Eigenarbeit. Kunstgewerbe, Gott und Freunde, so die Familie braucht, die dann das toll macht. A la bonne heure. So, jetzt kommen wir in die napoleonische Zeit und vor der Schlacht von Jena-Auerstedt gab es etwas, was in der Nähe von Saalfeld hier stattfand. Die Preußen, die Sachsen und die Napoleonen gegen die Franzosen, die das hat entstanden. Ja, die Schlacht, das Gefecht bei Saalfeld 1806 war sozusagen das Vorgeplänkel für die große Entscheidungsschlacht von Jena und Auerstedt. Es war die Niederlage Preußens, Jahre der Fremdherrschaft begannen und hier für Saalfeld besonders bedauernswert der Tod des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen. Und Niederlagen konnten die Preußen natürlich schlecht einstecken, das wissen wir, aber es wurde jetzt zu meinen würdigen Historiker vor allem. So, wir kommen in die Niedermeierzeit, in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und wenn ich das höre, Niedermeier, dann erinnert mich an jemand anderes, der Niedermeier-Sekretär, den ich mir kaufen wollte, in Erfurt nicht erstanden habe, und als ich mich daran schließlich entschlossen hatte, da war er weg. 1811 war der Todestag von Herder und von Leis. Und der Turnvater Jahn, ich sage das nur, weil das so bemerkenswert ist und wir später nochmal darauf hinkommen, hat in Berlin-Hasenheide, das hätte man nicht für möglich, um 1811 den ersten Turnplatz eingerichtet. Ja. Und es gab 1813 einen bekannten Völkerschlacht bei Leipzig. Und es gab 1815 den Wiener Kongress zur Neuordnung Europas. Die Kleidung auf dem Lande war nicht so dieser Modeerscheinung unterworfen, sondern es war auch mehr konservativ. Und die Trachten, die auf dem Lande im 19. Jahrhundert teilweise noch getragen wurden, sind hauptsächlich Resultate der Renaissance und der Barockkleidung, aber in ganz schlichter Weise.
Und auch diese Kleidung, um es nochmal zu sagen, ist in liebevoller Eigenarbeit angefertigt worden. Fachgruppe der Historischen Vereinigung Saalfeld vom Kleintierzuchtverein E162 Saalfeld 1903 und Frau Beutham, die Landfrau aus Aue am Berg, den Kinderverein Saalfeld 1903 und dazu war dann auch die Stadt für die Schulmacherei, der bei ihr nicht gespielt hat. So, wir kommen zum Handwerk. Oder ist dann das noch weiter? Das ist das Handwerk im 19. Jahrhundert. Das sind noch die Bauern, okay. Die werden wir einmal nicht mehr runterschlagen, dann können wir mit den Bildern auch durcheinander. Also das sind hier die Bilder. Dass trotz des Handwerks, das eine bedeutende Rolle natürlich spielte, auch für die Stadt Saalfeld, auch die Industrialisierung, die beginnende, darüber haben wir noch gar nicht geredet, voranschritt in verstärktem Maße, vor allem natürlich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ich möchte nur ein Datum nennen hier, 1846, Karl Zeiss gründet die Zeisswerke in Jena. Die Regelschule 2 und all die Schülerinnen und Schüler, die haben übrigens hier dargestellt, Berufe wie Schuhmacher, Steinmetze, Korbmacher, Bäcker, Müller, Gärtner, Wäscherinnen, Schmiedzimmermann, einige sind untergegangen mit der Industrialisierung, aber die meisten kennen wir heute noch. Vielleicht kann man noch darauf hinweisen, dass es 1801 in Saalfeld bei einer Einwohnerzahl von 3470 62 Schuhmacher gab, 27 Bäcker, 21 Fleischer und 29 Schneider. Ja, und da könnte man eine Frage anschließen, die nicht mal ein Historiker beantworten kann. Warum gab es bei etwas über 3000 Leuten 62 Schuhmacher? Man würde, ja, das wäre eine Begründung, ja, das ist das, genau. Okay, wir wollen jetzt zu einem, vielleicht können wir mal anhalten, sonst kommt hier die Postkonferenz nämlich schon vorbeigegangen. Halten Sie doch mal an. 1800, dann war das 32, glaube ich, ist Goethe gestorben und er hat immer gesagt, bevor er starb, er möchte eigentlich einmal mit der Eisenbahn, die projektiert wurde, 1935 eingeweiht wurde, fahren. Das hat er leider nicht mehr geschafft. Gut, dann kommen wir zu einem Großbrand am Markt. Da dachte ich, oder da fiel mir sofort der Großbrand in Hamburg ein, als Hamburger, der natürlich verheerende Auswirkungen hatte. Hier war es dagegen, Gott sei Dank, möchte man sagen, ein kleines Feuerchen. Aber das hatte eine quasi Fanalwirkung, weil danach die Feuerwehr, mit Gründung einer effektiven Feuerwehr, hier im Saalfeld zur Grundlage. Die Feuerwehr in Saalfeld war früher die auf der Grundlage der Handwerkerinnungen organisiert. Und durch Grundvereine und die Mitte des 19. Jahrhunderts schließlich ist die Feuerwehr entstanden. In Saalfeld hat sich
1863 die Feuerwehr, 1863 gegründet. Ja, die Kollegen haben hier eine ganze Menge geschrieben, was sie dann alles darstellen, mit dem wahnsinnigen Gerät dabei. Denn auch da gab es für die damalige Zeit sofort eine Entwicklung eines effektiven Feuerschutzes. Und heute ist das dann ganz gut. So, schauen wir uns das noch an, auch mit einem roten Rand. Der war schon besser. Meine Damen und Herren, damit hätte man gestern Abend die Wette bei Thomas Gottschalk wahrscheinlich nicht gewonnen. Aus der alten Lateinschule von 1534 wurde dann über die Station Lyzeum und Realschule das Realgymnasium. Das war alles noch im alten Franziskanerkloster und im Jahre 1885 nun zog das Realgymnasium in den Neubau in der Sonneberger Straße. Das hatte natürlich noch keine Bedeutung für die Grundschulen, für die Knaben, für die Mädchenschulen, die erst 20 Jahre später neue Domizile bekamen. Vielleicht sollte man 1885 das Heinrich-Böll-Gymnasium, die Darsteller, daher Heinrich Böll neben Albert Einstein, er sieht da auf dem Wagen. Vielleicht sollten wir noch sagen 1885 und damit kommen wir auch wieder auf die beginnende Industrialisierung, die ja eine Rolle spielt, die wir noch nicht direkt angesprochen haben. Die Gebrüder Mannesmann erfinden, das war eine unglaubliche Erfindung, die Herstellung nahtloser Röhren, die Furore weltweit gemacht hat. So, das Deutsche Rote Kreuz von 1892, auch in Saalfeld gegründet in einer Einrichtung, die man nirgendwo in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt unter einer Einrichtung wissen möchte. Sie sehen das Deutsche Rote Kreuz, das ist auf den kleinen Schildern hier ausgedrückt, wann sie unentbehrlich waren, vor allem während der schlimmen Zeit des Zweiten Weltkrieges, aber natürlich auch bei irgendwelchen anderen bedauerlichen Vorfällen. Das DRK, wie in vielen anderen Einrichtungen dieser Art und wie gesagt, heute nicht mehr wegdenkbar. Und sogar, dass ich jetzt zum nächsten Mal einen muss ich ja manchmal dann ziemlich schnell sein, das Rote Kreuz. Da muss auch passierte Verluste. Ja, eigentlich in der Standardausführung nicht, aber der Trabant war ja eigentlich robust. Man konnte ja überall damit hinkommen. Das ist ein kleines Geschirrspülbund für Ehemänner, die das Geschirr abwaschen lernen wollen. Was hat er gesagt? Das habe ich nicht verstanden. Dafür, dass es für Ehemänner das Geschirr spülen wollen. Für das Ehemänner, die Geschirrspülmobil, sagt er. Hast du eine Frage? Spülmobil. Fahrer der Geschirrspüle, gefahren die Geschirrspülmaschine. Und dahinter ein moderner Bad. So, auch die Turnvereine, die jetzt seit 1990 auch die alten Namen dann wieder angenommen haben, die natürlich auch in ganz Deutschland eine Rolle spielen. Und ich darf hier nochmal wiederholen, das war wirklich neu, und das habe ich erst bei den Recherchen festgestellt, 1811 gab es den ersten Turnplatz durch Turnvater Jahn in Berlin. Turnunterricht oder Turnvereine um 1900 gab es, glaube ich, 6 in Saalfeld, aber Turnunterricht gab es an den Schulen. Turnunterricht gab es eigentlich schon seit 1837, als die Realschule eingerichtet wurde. Aber Turnvereine, der erste Turnverein in Saalfeld wurde 1861 gegründet. Es folgten dann weitere. Wir sehen dann noch einen Sportverein, dann später im Bild. Achso, die stellen das da. Ich dachte, da hat jemand was verloren. Nee? Das sagt man hier so aus, denke ich auch. Na bitte, genau wie auf den Bildern um die Jahrhundertwende, die Postkarten, die man für den Kopf muss. Ich würde sagen, die Kleidung hat sich ein wenig geändert, oder ziemlich. Aber das Marschieren, ja nicht nur was Deutsches, das machen andere auch, auch bei Turnverein, ist geblieben. Das können wir, die tollen Figuren haben es auch behalten.
Was auf dem Fall die Turnerkurve. So, Volkskrachten im 19. Jahrhundert. Sie können ruhig weiterlaufen. Ich glaube, die Bilder können wir auch mit der Musik auf uns wirken lassen. Oder vielleicht darf man noch so viel sagen, das ist die Originalmacht aus der Saale-Gegend hier, Saale, mit der großen weimarischen Haube. Diese große Wenderhaube, die ist üblich für Mitteltüringen und auch für die Saale-Gegend. Die Gräfenthaler Pracht ist etwas anders. Sie geht schon in Richtung Franken über. Einen weiteren deutschen Brauchtum, aber nicht nur deutsch, ich will noch nicht mehr dagegen, das ist in allen anderen europäischen Ländern genauso, die Wege des Gesangsvereins. Und dieser Gesangsverein, der hat übrigens sogar eine Auszeichnung bekommen, von dann hinterher, die Karl-Friedrich-Zelter-Plakette, das Männerchor von 1891, der Saalfelder Verein. Das ist richtig. Da können Sie vielleicht mal stehen bleiben, Ja, die Originale, was haben die gemacht? Die bitte stehen bleiben. Hallo, Hugo und Louis. Bleiben Sie doch mal stehen, Hugo. Hugo, Louis und die Käse. Nein, die hören ein bisschen schwer. Die hören ein bisschen schwer. Ja. Ja, Hugo und Louis sind zwei Saalfelder Originale. Etwa vor 100 Jahren lebten sie. Und sie betrieben unter anderem auch die sogenannte Stadtreinigung. Heute bei der Touristik oder bei dem Touristikboom eigentlich gar nicht glauben, dass es 1915 Sommer Frühstück gegeben hat. Aber die Saalfelder Spielgruppen war die Gruppe Jeremias Glück, die 1848 geschlossen worden war und die im ersten Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges eröffnet wurde. Die Gruppe Jeremias Glück war eine der Launschiefer Gruben, die neben dem Silber- und Kupferbergbau hier offen war. Es wurde ein Launschiefer gewonnen, der dann in einem chemischen Prozess zu Vitriol verwandelt wurde. Und dieses Vitriol hat man zur Gerberei benutzt. Aus der Launschiefer Grube Jeremias Glück, die dann zufällig kurz vor dem Ersten Weltkrieg wieder gefunden wurde, sind dann die Fehlgrotten entstanden, indem man diese farbenprächtigen Stollen mit den Tropfsteinen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, im Jahre 1914. Ja, und sie sind nicht nur eine touristische Attraktion mit diesen Stalaktiten und Stalaktiten, sondern eben auch etwas mehr einer gesundheitlichen Behandlung, beispielsweise vor allem der Atmosphäre, der dort wieder jetzt behandelt wird. Und die berühmte Gralsquelle, die kenne ich auch noch nach 1945, weil es in Schloss Kulm eine Lasko-Familie gekauft. Das war irgendwie so eine Flasche. Der städtische Kindergarten, das nächste Bild, die Nummer 40, durch eine Stiftung, der erste Kindergarten im Saalfeld eröffnet worden. Aber es gab natürlich auch zuvor, Herr Dr. Werner, schon eine Reihe anderer Kindergärten. Ja, eigentlich nicht. Es gab schon im 19. Jahrhundert einen sogenannten römischen Kindergarten, der auf privater Basis entstand. Später dann der erste städtische Kindergarten 1915, gestiftet durch den Fabrikbesitzer Paul Auerbach.
Ja, und wir kommen weiter mit dem nächsten Bild zu dem Sport in den 20er Jahren. Und dabei ist mir was aufgefallen. Der Sportverein VfL 06 Saalfeld, wie er nun nach der Wende wieder heißt. VfL war eine beliebte Abkürzung für irgendein Verein für Leibesertüchtigung oder Verein für Leibesübung in ganz Deutschland. Und ich bin ja ein Mensch, der eine große Affinität zum Sport hat. Wie steht denn der Verein, dann aber der Fußballclub von Saalfeld, der VfL 06 da? Haben die Aussichten in der Liga? Ich denke doch, ich bin jetzt auch nicht ganz informiert, aber ich glaube, sie schaffen das, in die nächste Liga wiederzukommen. Mit ihrem Talent und ihrem Elan. Also sind wir doch optimistisch. Ja, und ich habe die Leute, die eben den Russen vor allem auf dem Treppchen standen, das waren die DDR-Deutschen. Also, hier noch einmal die Herren, die in jeder Fernsehserie B-Watch auftreten können. Die Damen, die Köpfe verdrehen. Das habe ich auch mal probiert, als junger Mann. Das konnte ich auch noch. Das ging auch noch. Jetzt wird es schon schwierig. Aber weiß ich nicht mehr. Da würde ich, glaube ich, runtergefallen. Das ist ein Wartburg, aber das stimmt gar nicht. Oder ist das unklar, oder? Das ist ein Wartburg. Für ein alter Wartburg, also noch aus der vor DDR-Zeit weiß ich nicht. Aber es gibt eine Zahl, die Sie wahrscheinlich gelesen haben, meine Damen und Herren, und jetzt werden Sie neidisch werden. 1901 gab es in der Stadt Saalfeld offiziell 7 PKB. Eine alte NSU. Ja, das waren noch Zeiten. Aber die alten Wagen oder die Oldtimer stehen auch heute wieder im Kurs. Und ich könnte mir vorstellen, 15 Jahre später, wenn wir hier wieder einen Umzug machen, ich meine, die werden dann nicht mehr dabei sein, da werden wahrscheinlich die Trabis, die Wartburgs und einige andere ja auch noch mitfahren. Was war das für eine? Jetzt brauche ich meinen Schwager, der auch hier steht. Der könnte mir genau sagen, auf Anhieb, das ist ein IFA. IFA. Ach, ein ja. IFA ist der, die Weiterentwicklung des IKW. Ach, wie schön. IFA F8 ist das. Und der muss geschoben werden, das soll nicht symbolisch sein. War auch nicht der Fall. Wir denn auch noch, auch Sie sind heute schon Oldtimer und werden in einigen Jahren zu Preisen gehandelt werden, die dann gar nicht mehr zu bezahlen sind. So, da vorne geht es weiter, das kann da stehen geblieben. Also, ein Wartburg älteren Modells, einer neueren Modells, ein alter IFA. Der natürlich aber nicht mehr in der DDR gefahren. In der DDR gefahren. Dahinter dann einen sehr verwegenen, bemalten Trabi. Auch in einer sehr... in einer... Der rollt wie ein 18-Hinter. Sehen Sie das? Eine wunderbare Zünder. Der stinkt, sagt er. Das liegt er ja auch. Was? Wie ein 16? Na, da müssen wir. So, wir kommen wieder zu einem düsteren Kapitel, die Inflation in Deutschland. Der Erste Weltkrieg war verloren, wir sagen, das wissen Sie alles, die Weimarer Republik, die ihre Schwierigkeiten hatte, vor allem die Herrschenden in der Weimarer Republik, die das Bürgertum, die unterschätzt haben. Die Inflation. Auch neulich habe ich im Fernsehen mal gesagt, wenn das mit dem Euro so weitergeht oder gehört, dann werden wir im Jahre 2002 einen Euro gegen eine Million Mark eintauschen. Das, also das wollen wir nicht hoffen. Aber es ist so gewesen mit der Inflation, dass der Lohn wurde täglich ausgezahlt und musste sofort wieder umgesetzt werden. Ja, und jetzt passen wir mal bei der Musik. Wir spielen hier die Old Memory Jazz Band. Und dann, wenn wir hier vorne sind, halten wir mal an der Zukunft. Dann können wir etwas sagen. Oh ja, bleibt mal, dass wir haben. Wir müssen wieder mal einen Zeitsprung machen, die alle, auch wenn sie genauso wie ich nicht so toll waren in der Geschichte, ein Kapitel mit der zu Ende gehenden Weimarer Republik.
Bundesrepublik und dem Beginn des Dritten Reiches am Beginn der 30. Januar 1933 haben wir aus Russland natürlich nicht dargestellt, aber wir haben begonnen oder beginnen wieder. Der russische Fahrer hat sich jetzt aus seinem Jeep beschwert, dass die Amerikaner nicht weiterziehen. Die Russen kommen ja. Vielleicht sollten wir noch mal etwas sagen. Etwas sagen, was die Amerikaner kamen. Niemand hatte den Deutschen oder zumindest in der politisch nicht informierten Bevölkerung mitgeteilt, dass die Amerikaner natürlich wieder wegziehen würden und die Russen dann kämen, weil niemand etwas über das Abkommen von Jalta gehört hat. Und ich weiß, dass dann die Russen kamen, ist meine Mutter also aus einem Wolken gefallen. So, wir sind schon ein weiter, der Wiederaufbau oder die Trümmerfrauen hat begonnen. Und da gab es ja hier, bevor die Trümmerfrauen richtig eingreifen konnten, eine eigentlich traurige Geschichte, dass nachdem die Amerikaner da waren, vier Tage später, nochmal ein Bombenangriff auf Saalfeld verging. Ja, es war kurz vor Einmarsch der Amerikaner, der Bombenangriff auf Saalfeld, der vor allen Dingen den Bahnhof zerstörte. Und dann wurde wenige Stunden vor Einmarsch der Amerikaner die Saalebrücke zerstört. Und der Wiederaufbau gestaltete sich natürlich schwierig in den ersten Tagen und Wochen und auch Jahren. Und man muss, glaube ich, den Trümmerfrauen, die ja sozusagen im wahrsten Sinne die Aktivisten der ersten Stunde waren, immer noch heute hohen Zeiten gewohnt. Sehr richtig, Herr Dr. Man muss auch sagen, alle, die evakuiert in Richtung Westen wegen der Bombenangriffe, die zurückgekommen waren, und natürlich die vielen Kindersäcker, die aus dem Osten kamen und die evakuiert sind, zu denen ich und meine Eltern und Mutter natürlich auch gehört. So, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter nach 1949. Die beiden deutschen Staaten waren gegründet worden und beide deutsche Staaten haben noch davon geredet, dass sie sich mal wieder vereinigen werden. Aber dem war ja nicht so. Die FDJler fahren zu den Weltjugendfestspielen 1951 nach Berlin. Ich war damals noch zu klein, aber ich weiß, eine meiner Schwestern ist mitgefahren. Aber auch dort stand natürlich immer noch die Vereinigung im Vordergrund, auch wenn es die beiden deutschen Staaten schon gegeben hat. Das ist richtig. Ich kann mich da auch noch erinnern, dass die Vereinigung irgendwie noch im Raum stand. Aber das wurde ja im Laufe der Zeit. Vor allen Dingen in den späten 50er Jahren abgebaut, ist dann eben die Mauer errichtet worden. Eine ganz schreckliche Angelegenheit. So, jetzt haben wir nochmal hier einen Spielmannsflug mit dem nächsten Bild, der gehört ja auch noch zu den Herren. Vielleicht diese Schlagwort oder die Worte, die damals aufkamen, die ja bis 1989 gebraucht wurden und jetzt hier auch benutzt worden waren. Die Stahlschlacht Panzer auf Wasser. Es waren dort die Leute und Winterwalze, damals auch die Nordbahn, aber die Laufen ja die Jahre, die verschiedenen Jahrzehnte und auch alle Schallmeilenkapelle aus Hamsdorf. Ihren Väter müssen nicht, glaube ich, auch gekannt haben. Ich war damals in meinem Alter, da haben wir nämlich auch mal gebaut. So, und jetzt, was ich schon angekündigt hatte, die Arbeitszellen, die Stahlschlacht, Max auf Wasser und so weiter, wurden, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, die viele mit Recht natürlich auch geglaubt haben, aber die später doch zu einem Bauernhof wurden. Ja, das war natürlich auch eine enorme Anstrengung, gleich nach dem Krieg die Maxhütte wieder instand zu setzen, denn sie hatte auch Bombenschaden gehabt. Und die Maxhütte war ja damals der einzige Schwerbetrieb, Hüttenbetrieb in der damaligen sowjetischen Besatzungszone. Und
Und man glaubt ja auch wieder mit der Entwicklung der Industrie und mit der Ankurbelung der Industrie auf demokratischer Basis auch, dass man ein neues, ein besseres Deutschland schaffen konnte, was natürlich später völlig in andere Richtung ging. Vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande. Es gab ein Weißbuch der DDR, in dem Adenauer damals beschuldigt wurde, der Spalter Deutschlands zu sein. Wenn Sie sich diese Entwicklung betrachten, einige Jahre später, nachdem die DDR den Alleinvertretungsanspruch für sich hatte, für ihren Staat, von der anderen Seite dessen beschuldigt wurde. Ja, und nun kommen wir zu einem Kapitel der jüngeren Geschichte 1980. Eigentlich braucht man gar nichts zu sagen. Der Begriff Wir sind das Volk, ein Begriff, der überall in jeder Sprache in Amerika bekannt wurde und der verbunden wurde mit der aktuellen Entwicklung in Deutschland. Und ich finde es besonders interessant, dass hier von jungen Leuten etwas gestaltet wurde, die ihre Eltern fragen mussten, was war eigentlich damals los? Denn damals waren sie von 7 Jahren natürlich der Hippie. Ja, wir sind das Volk, wenn eine Regierung nicht mehr weiß, was man dem Volk denkt, dann beschreibt sie das Leben und das berühmte Gorbatschow-Zitat kann man weiterzubringen. In der Nachwendezeit, die ersten oder die Saalfeld berühmt gemacht haben, Axel Grümmer und Peter Löckner. Zwei Saalfelder, die sich damals, war vor der Währungsunion, glaube ich noch, auf den Weg gemacht haben, mit dem Fahrrad die Welt zu umfahren. Dadurch nicht nur Saalfeld, sondern möglicherweise eben auch die aktuelle Entwicklung in Deutschland, den Menschen in der Welt bekannt zu machen. Und die erste Partnerschaft Saalfelds mit einer bolivianischen Stadt, in der ich mein Vater in Bewegung war. Schocke, die auf dem Fahrrad sind ja mit. Gut, nein, wo steht sie denn? Ach, da auf der linken Seite, okay. Wir können ja nicht alle gehen. Roselina Schocke, die wir vorhin genannt hatten, außer mein Vater in Bolivien, die hierher gekommen ist und natürlich auch mit einem typischen Fahrzeug, das in deutschen Lande der heutigen Zeit nicht mehr passt, aber in Bolivien. So, und jetzt sind wir einzig am Ende mit einem Blick in die Zukunft. Und ich glaube, das ist eigentlich das Einfachste darzustellen, weil niemand erwartet und niemand weiß, ob es dem so, wie es dargestellt wird, einmal werden wird. Was wird sein in Zukunft? Was wird die Zukunft sein? Wie wird die weitere Geschichte, die 1100-Jährige aussehen? Wie wird es Deutschland aussehen, Europa und der Welt? Ja, wir begrüßen alle Zuschauer recht herzlich hier. Vielen, vielen Dank für Ihren Applaus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind das Schlussfahrzeug dieses Festumzuges hier. BBC, Buddy und Fudo Center Saalfeld präsentiert sich auch natürlich